Gut, also fangen wir an. Guten Morgen und grüezi, willkommen zum heutigen Podcast. Neben mir sitzt Christine Erlach. Christine, woher kennen wir uns? Ah, wir kennen uns seit vorgestern. Ja, stimmt. Von dem Story Camp in Lingenau. Genau, das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Wo genau sind wir hier? Was geht hier ab? Also gerade sitzen wir auf einer wunderschönen Streuobstwiese in Vorarlberg im Bregenzer Land, in einem Bregenzer Wald, meine ich, in einem Mini-Örtchen namens Lingenau. Die haben uns eingeladen, also uns, das BST, Beyond Storytelling Team, hier eine Tagung zu machen. Ein Event, Tagung ist das falsche Wort, ein Event rund um den Einsatz von Storytelling und anderen narrativen Methoden in Organisationen. Jeder weiß ungefähr, was eine gute Nachgeschichte ist. Was ist denn aber quasi ein narrativer Prozess oder Transformationsprozess in einer Organisation? Also ich würde vielleicht einmal sagen oder unterscheiden zwischen überhaupt narrative Prozesse. Kann auch ohne Transformation sein, wenn ich zum Beispiel einfach ein Produkt mithilfe einer Story versuche zu verkaufen. Das ist ja noch nicht unbedingt eine Transformation, also eine Veränderung im Unternehmen. Also das heißt, sobald ich irgendwelche Geschichtsformate mit einem Ziel einsetze, mit einer Intention, sprechen wir von Storytelling eigentlich als Überwort für diese narrativen Methoden. Und ein Transformationsprozess mit narrativen Methoden zu begleiten, ist halt was sehr, sehr Machtvolles, Spannendes, weil wir Menschen eigentlich unheimlich gern also auf Geschichten sozusagen fliegen und da unheimlich gut erreicht werden können über die Emotionen, die in Geschichten liegen. Das heißt, ich kann Veränderungsprozesse emotional stützen durch passende Geschichten, die Leute durch die Transformation, durch die Veränderung tragen können. Kannst du mir ganz ein kurzes, konkretes Beispiel geben, wie sowas in der Realität, ja, ich weiß, gesagt, aussieht, in echt aussieht? Ja, ich habe mir gerade auch selber zugehört und habe mir gedacht, wow, das klingt schon recht konzeptionell. Ein Beispiel ist, wenn ich jetzt an so klassische Veränderungsprozesse in Unternehmen denke, dann macht das Management ja gerne eine Zieldefinition. Also was weiß ich, wir wollen in 5 Jahren ein neues Produkt auf dem Markt haben und dafür werden wir so und so viel Geld investieren. Und das ist unser Ziel, so und so viel Umsatz zu haben. Und dann werden irgendwelche Projekte definiert, um dorthin zu kommen. Aber der Mitarbeiter, der kennt ganz oft eigentlich nicht die Story hinter diesem Veränderungsprozess, sondern er wird eigentlich nur mit den Fakten konfrontiert, so soll es sein, die Zukunft. Aber es wird ihm nicht, er wird nicht an die Hand genommen, wie man denn da jetzt genau hinkommt als Einzelner. Und wenn du diese Veränderung als Geschichte denkst, dann steht der Held, die Heldin, also der Mitarbeiter, irgendwo mitten in diesem Abenteuerland der Veränderung und ist orientierungslos. Und ich kann ihn einfach durch diese Metapher der Geschichte allein schon in der Reihenfolge von wann mache ich welches Projekt und wie erkläre ich es, kann ich einen roten Faden legen, eben diesen Geschichtsfaden. Oder ich kann tatsächlich eine Geschichte finden, die sozusagen als Metapher durch die Veränderung trägt. Also es gibt zum Beispiel, kann man überlegen, wo steht eigentlich ein Unternehmen im Selbstbild? Und zum Beispiel kannte ich mal eine Geschichte, wo ich nicht selber beteiligt war, die ich aber sehr schön finde. Eine Polizeistation, eine größere in Singapur, hat sich immer definiert, also das Bild der Queen Mary als großer Dampfer war so das Bild dieser Polizeistation. Und die Queen Mary als Dampfer war assoziiert mit viel Sicherheit, mit Kontrolle, mit Stabilität. Also alles Werte, die ja an sich richtig und schön sind. Aber in diesem Veränderungsprozess ging es dieser Polizeistation darum, also Agilität ist ja so ein Schlagwort, was man oft hört, viel wendiger zu werden, also besser reagieren zu können auf die steigende Kriminalität und schneller in die Aufklärung zu gehen, mehr Prävention zu machen bezüglich Drogen und so weiter. Und da hat diese Metapher, dieses Selbstbild, Queen Mary zu sein, überhaupt nicht funktioniert, weil wenn die Queen Mary, also jetzt als Dampfer gesehen, versucht, den Kurs zu ändern, das braucht. Ja, die braucht dann 2-3 Tage. Genau. Mindestens. Und dann ist das die Storytelling-Arbeit sozusagen, erstmal die Metapher zu heben und dann daran zu arbeiten, wie kann sie sich verändern. Und das Ziel, die Zielmetapher war dann, okay, wir sind eine Flotte aus lauter Motorbooten. Und das wäre dann so ein klassischer narrativer Transformationsprozess, wo man erstmal Geschichten sammelt, um herauszufinden, welche Metapher trägt uns überhaupt. Und dann überlegt, wie kann man mit Ausnahmegeschichten oder
Erfahrungen von einzelnen Personen, die andere Bilder stützen könnten? Wie kann man dieses große Hauptbild langsam verändern hin zu einer neuen Metapher? Und schon habe ich diesen roten Faden. Ja, ja. Entschuldigung. Das stelle ich mir aber auch noch schwierig vor. Jetzt muss ich quasi die Queen Mary, die mir ja Sicherheit gibt, also diese Metapher verlassen, zugunsten eines sehr wendigen, agilen Motorbootes in der Flotte. Was natürlich deutlich weniger Sicherheit mit sich bringt. Also für jede neue Metapher muss man auch was aufgeben. Dafür gewinnt man was. Was ja die klassische Heldenreise ist. Ja, genau. Der Held im Abenteuerland geht den Weg der Prüfungen, hat Angst, hat Zweifel und kriegt dafür den Schatz irgendwann mal. So gesehen auch da wieder die narrative Struktur ist in uns Menschen drin. Und im Unternehmenskontext heißt es eigentlich nur, das bewusst zu machen und damit zu arbeiten. Ja. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, in diesem Bereich zu arbeiten? Du bist ja Psychologin. Wie kommt man dann ins Geschichtenerzählen? Das hat mit meiner Ausbildung zu tun. Ich bin am Lehrstuhl in München als wissenschaftliche Mitarbeiterin gewesen mit der Aufgabe zu forschen, Literatur zu suchen und auch wirklich Research zu machen, also Forschung zu machen. Wie kann ich verborgenes Wissen, was noch nicht in Worten liegt, zum Beispiel von Experten, die ganz jahrzehntelange Erfahrung haben, aber nicht wissen, was sie genau wissen. Wie kann ich das heben und in Worte bringen und im Unternehmen verbreiten? Das war die Forschungsfrage unseres Lehrstuhls. Und da sind wir auf Storytelling gestoßen in der Literatur. Also es gab eine Bewegung am MIT in Massachusetts, die haben damals in den 90ern darüber publiziert. Und das ist aus heutiger Zeit, ich meine, das ist 20 Jahre her, es ist fast schon lächerlich nicht, aber sehr lustig. Die haben darüber publiziert, dass es wichtig ist, zuzuhören, die Erzählungen der Mitarbeiter zu sammeln, was eigentlich heutzutage, würde ich sagen, ganz normal ist, zu sagen, ja klar, wenn ich was erfahren will, dann muss ich halt mich hinsetzen und zuhören. Aber vor 20 Jahren war das ein total neuer Gedanke, Erzählungen von Experten zu heben, um deren Wissen zu erfahren. Und das ist nichts anderes als Storytelling, aber von der anderen Seite betrachtet. Also nicht das Gestalten von Geschichten, sondern das Sammeln von Geschichten, von Erzählungen und zu gucken, was steckt denn da eigentlich an Werten, an Wissen, an Erfahrungen drin. Und so fing meine Auseinandersetzung vor 20 Jahren an mit dem Thema Storytelling über diese Forschungsarbeiten, wo wir publiziert haben dazu, wie genau funktioniert das, dass Wissen sich versteckt sozusagen in Erzählungen von realen Erlebnissen und wie kann ich es dann heben und weitergeben. Und dann wurden durch die Publikationen ein Stahlhersteller in Österreich aufmerksam auf mich und hat halt gefragt, ob wir das nicht mal machen wollen bei ihm, weil die haben eine Feuerverzinkungsanlage gebaut, die sehr teuer war. Und 8 Jahre später die gleiche Anlage nochmal. Nur waren die ganzen Ingenieure von damals entweder schon in Rente oder in der Linie, also nicht mehr als Projektingenieure unterwegs, sondern mit anderen Aufgaben betraut. Und das Unternehmen hat einfach eine Lösung gesucht, das Erfahrungswissen von den Alten auf die Neuen zu übertragen. Ja. Und da haben wir dann tatsächlich diesen Storytelling-Prozess gemacht. Ja, spannend. Was würdest du sagen, du als Expertin, wo wird Storytelling im Organisationsbereich in 5 oder in 10 Jahren sein? Gibt es da nochmal quasi einen Quantensprung, eine Erweiterung des Wahrnehmungshorizontes? Haha, da kriegst du die Richtige. Ja, ja. Ich glaube, Storytelling wird sich emanzipieren in der Hinsicht, dass es momentan stark assoziiert ist mit Branding und Marketing, also mit der Schaffung, Schaffung von Geschichten, um etwas zu verkaufen, um Botschaften zu vermitteln. Es wird sich weiten zu einem generellen Einsatz von narrativen Methoden, die auch eben mehr sind. Das Story-Listening habe ich erwähnt, das Heben von Erzählungen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir immer mehr auch im Management zu einer Haltung kommen werden, dass es sinnlos ist, irgendwelche Zieldefinitionen zu formulieren, weil sich die Umwelt einfach viel zu schnell ändert. Also wir müssen einfach viel transformativer werden. Und da ist die Erzählungen, die im Raum sind, sind die beste Informationsquelle für Führungskräfte, um zu wissen, wie ist eigentlich der Markt, wie sind meine Mitarbeiter, wie sind die Haltungen und wie kann ich auf was reagieren. Das heißt, es wird in meinen Augen vielleicht in 20 Jahren, vielleicht auch erst in 30 Jahren ganz normal sein, dass man
verschiedene Geschichten sammelt, um verschiedene Wirklichkeiten abzubilden und zu gucken, wie bauen wir uns jetzt da am besten auf, um zu reagieren auf diese Yucca-World da draußen, also auf diese ganz schwer zu fassende Realität, die sich dauernd ändert. Mhm. Christine, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hast du noch was auf dem Herzen, was du dir vielleicht wünschst? Ich wünsche mir viele Teilnehmer für unsere Fortbildung, narrative Organisationsberatung, die wir in Stuttgart machen, wo wir genau diesen Weg eben bahnen wollen, über lange Sicht die Rolle zu installieren in Unternehmen, eine narrative Organisationsentwicklung als Stabsstelle, das wünsche ich mir von der Zukunft. Und wir bauen halt damit dran rum mit unserer Arbeit. Super, vielen Dank. Gerne.